Realtalk ist tot. Realtalk ist sass. Realtalk ist tot. Realtalk ist tot. Realtalk ist tot. Realtalk ist sass. Realtalk ist tot. Realtalk ist Vorfall am Samstag in Oberbayern. Deutscher, wir sind hier immer noch bei der Überschrift, Deutscher raste absichtlich in Menschengruppe. Zwei Verletzte. Ich habe gerade mal spaßenshalber bei Focus einfach nur den Suchbegriff Türke eingegeben und habe hier zahlreiche Treffer. Der erste ist folgender. Erstmals fliegt ein Türke ins All. Oh, der hier ist auch noch gut. Stimmt es, dass der Nikolaus ein Türke war? Hier haben wir noch einen. Heroes. Deutsch-Türke lehrt Migrantenkinder Respekt vor Frauen. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Hier haben wir eine Meldung vom 3.8.2017. Wuppertaler Türke festgesetzt. Fall zeigt, dass Erdogan jedes Mittel recht ist. Ach so, halt mal, wenn ich den Artikel aufrufe, dann stelle ich fest, also, ich lese mal die komplette Überschrift. Familienvater wollte in den Urlaub. Jetzt ergibt das auch Sinn mit Erdogan in der Überschrift. Wuppertaler Türke festgesetzt, Fall zeigt, dass Erdogan jedes Mittel recht ist. Da ist ein Türke in der Türkei festgesetzt worden. Aber da sind wir gerade nicht, das ist heute nicht das Thema. Heute ist das Thema, dass ein Deutscher absichtlich in eine Menschengruppe gerast ist. Und das Ganze kann ich abkürzen. Also er ist dort, ein 53-Jähriger, ist dort in eine Menschengruppe gefahren. Das offensichtlich vorsätzlich. Warum, weiß man nicht. Zitat, völlig unklar. Und der Verdächtige hat sich noch nicht geäußert. Bleiben wir beim Fokus. Beleidigt, bespuckt, bedroht. Familie terrorisiert Kölner Kita. Mitarbeiter melden sich aus Angst krank. Ist das auch eine deutsche Familie gewesen, lieber Fokus? Falls ja, wieso steht das nicht in der Überschrift? Und falls das keine deutsche Familie ist, warum steht das nicht in der Überschrift? 85 Kinder betreuen die Erzieher der Kita von Sparstraße im Kölner Stadtteil Mülheim. Doch eine Familie terrorisierte die Belegschaft offenbar seit Beginn des Kita-Jahres so sehr, dass sie sich Ende Februar kollektiv krank gemeldet hat. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Jetzt schützt sogar ein Sicherheitsdienst die Einrichtung. Zwei Mitarbeiter überwachen den Eingang. Ein Land, in welchem wir unter Polizeischutz ins Freibad müssen. Ein Land, in welchem wir unter Polizeischutz auf den Weihnachtsmarkt müssen. Ein Land, in welchem jetzt schon die erste Kita von einem Sicherheitsdienst betreut werden muss. Die Eltern, deren Kinder seit September 2023 die Kita besuchten, hätten die Belegschaft mehrfach bespuckt, beleidigt, geschubst und bedroht. Ein Sprecher der Stadt Köln bestätigte dem Stadtanzeiger intensive Gespräche und Konflikte mit einer Familie. Ja, aber wer ist denn jetzt diese Familie? Kann man da vielleicht doch ein bisschen mehr erfahren als Familie? Infolge eines Polizeieinsatzes hätten die besagten Eltern schließlich Hausverbot erhalten. Zum Schutz der Mitarbeitenden, schön gegendert, lieber Fokus, ist nun der Sicherheitsdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zu mehreren Straftaten, unter anderem wegen Bedrohung, dauern noch an. Bereits Ende Februar sei die Einrichtung plötzlich geschlossen gewesen, erzählt eine Mutter, deren Kind die Kita von Sparstraße besucht, dem Kölner Stadtanzeiger. Niemand war vor Ort, es gab keine weiteren Infos für uns Eltern. Erst vom Jugendamt habe sie von der kollektiven Krankmeldung der Mitarbeiter erfahren. Das Jugendamt habe informiert, dass derzeit leider kein Personal aus der Kita zur Verfügung stehe. Einige Eltern hätten deshalb bereits in den Weihnachtsferien einen Sicherheitsdienst beauftragen wollen, nachdem sich die Situation zugespitzt hatte. Die Mutter, mit der Kölner Stadtanzeiger sprach, hat nach eigenen Angaben nichts von den Konflikten mitbekommen. Dennoch sagt sie, ich kann nicht begreifen, dass so lange nichts passiert ist und nicht früher seitens der Stadt eingegriffen wurde. Einrichtungen wie Kindergärten und die dort arbeitenden Menschen müssen doch besser geschützt werden. Die Verwaltung hätte außerdem mit den Eltern besser kommunizieren sollen. Der Kita selbst macht sie dabei keinen Vorwurf. Zunächst habe die Mutter wegen des neuen Sicherheitsdienstes ein mulmiges Gefühl gehabt, sich aber mittlerweile an die Kontrollen am Eingang gewöhnt. Die Wahrheit will sie ihrem vierjährigen Kind allerdings nicht zumuten, um ihm keine Angst zu machen. Ich habe meinem Sohn gesagt, die Erzieherinnen haben keine Zeit dafür, deshalb gibt es jetzt extra einen Türöffnerdienst. Ende des Artikels. Wir erfahren also über diese Familie gar nichts. Absolut gar nichts. Das verwundert doch ein wenig, wenn in derselben Woche ein Artikel erscheint, in welchem es heißt, Deutscher raste absichtlich in Menschengruppe. Betrugsmasche beim Deutschtest. Die richtigen Antworten für 250 Euro. Deutschtest für Zuwanderer gegen Geld. Das WDR-Angebot für Geflüchtete, WDR4U, hat durch den Hinweis einer Nutzerin eine Betrugsmasche aufgedeckt. Die richtigen Antworten für den Test werden zum Verkauf angeboten. Jasmin lebt noch nicht lange in Deutschland und lernt gerade die Sprache. Sie wohnt in einer Stadt irgendwo
in NRW und heißt in Wirklichkeit anders. Das, was die WDR4U zu erzählen hat, kann für sie sogar gefährlich werden. Deshalb möchte sie nicht erkannt werden. Vor einigen Monaten legte Jasmin eine B1-Deutschprüfung ab. Dabei fiel ihr etwas auf. Einige aus ihrem Kurs schienen die Themen der Prüfung im Voraus zu kennen und waren verdächtig schnell fertig. Jasmin stellte eine Kursteilnehmerin zur Rede. Ich habe zu ihr gesagt, sag mir nur, wie du das machst. Sie hat geantwortet, mein Mann hat gestern die Fragen gekauft. Ich war schockiert, habe nochmal gefragt. Was hast du gemacht? Die Fragen gekauft? Sie sagte ja. Dann erzählte sie mir, dass man die Fragen für den Test in einer Telegram-Gruppe bekommt, gegen Geld. Der Deutschtest für Zuwanderer ist Teil der sogenannten Integrationskurse. Er ist entscheidend für einen längeren Aufenthalt in Deutschland oder den deutschen Pass. Und die richtigen Antworten für diese wichtige Prüfung kann man vorab kaufen? Wir machen uns auf die Suche nach der Telegram-Gruppe, die Jasmin erwähnt hat. Unser arabisch sprechender Kollege, nennen wir ihn Yusuf, ist erstaunt, wie schnell er fündig wird. Er tut so, als würde er auch kaufen wollen, als einer von 52 Interessenten. Yusuf muss zunächst 50 Euro bezahlen, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Ich überspringe jetzt ein bisschen was. Und tatsächlich, 2 Tage vor dem Prüfungstermin kommen die Fragen für den schriftlichen Teil tatsächlich in der Telegram-Gruppe an, inklusive Antworten. Bei einigen Fragen wird nur angegeben, welche Antwort richtig ist. Andere sind zusätzlich mit Erläuterungen auf Arabisch versehen, wiederum andere tragen sogar ein Wasserzeichen, als wolle der Betreiber der Gruppe damit sagen, diese Fragen gehören mir. Ja, und das war's auch schon, einen Verdächtigen hat man natürlich nicht. Man weiß nur, dass diese Fragen aus dem BAMF-Umfeld kommen müssen. Toll, einfach großartig. Messerstecher vor Eisgeschäft Tichy. Verdächtiger festgenommen. Ein 17-jähriger Syrer wurde in einer Wiener Wohnung wegen versuchten Mordes festgenommen. Der Jugendliche ist nicht geständig. Schon wieder Wien. Wien kommt auch einfach nicht zur Ruhe. Was ist nur mit den Wienern los? Nach der Messerstecherei am 17. März vor dem bekannten Eisgeschäft Tichy am Reumannplatz in Wien-Favoriten ist ein Verdächtiger ausgeforscht worden. Wie Polizeisprecher Matthias Schuster am Samstag mitteilte, ist ein 17-jähriger Syrer am Vortag in einer Wohnung im 10. Bezirk wegen versuchten Mordes festgenommen worden. Der Bursch ist nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Das 21-jährige Opfer war am Sonntagabend durch Stiche verletzt worden. Der junge Mann war Frauen zu Hilfe gekommen, die von einer Gruppe Jugendlicher belästigt wurden. Diese reagierten äußerst aggressiv und attackierten den 21-Jährigen. Sie verfolgten ihn und einer der Gruppe stach zu. Ist das so eine Art Hetzjagd? Wenn ich jemanden verfolge und dann auf ihn einsteche, ist das eine Hetzjagd, Herr Lars Wienand? Man weiß es nicht. Ich habe beim Herrn Wienand, der ist ja Experte für Hetzjagden, mal nachgefragt. Ich rechne da nicht wirklich mit einer Antwort. Sollte ich sie doch erhalten, dann werde ich das gleich nachreichen. Wir haben hier ein Hassverbrechen.